Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Alfirobo und ja, wir hören an dem Blingen. Wir gehen jetzt mal zum Schrein, damit das Blingen aufhört. Nein, die Lanze zerbricht. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, hier ist noch was. Chilis. Und hier wird irgendjemand angegriffen. Aber wo? Komm her. Okay. Wollen wir dem armen Mann in der Not helfen? Na komm, dann gehen wir mal helfen. Alter, kannst du sogar verteidigen. Oh. Da ist meine Waffe kaputt gegangen. Nehmen wir die mal. Aua. Das ist nicht nett. Ich nehme mal den zu mir. So, können wir dich erstmal. Ach, du droppst mir gar nichts. So. Gut. Hallo? Grandios, du bist wirklich stark. Wir sind gerettet. Das ist hier ein kleines Dankeschön für dich. Nimm es ruhig. Bamfu. Es ist wohl nirgends mehr sicher, selbst in den Dörfern und Städten nicht. Ich muss härter trainieren, wenn ich meine Liebste beschützen will. Ah, okay. Gerettet. Wir bereisen zusammen die Welt, um eine Blume namens Prinzessin Enzia zu finden. Natürlich wissen wir, dass es mit all den Monstern hier draußen gefährlich ist, aber ich sollte unbedingt mitkommen. Sagen wir nur zusammen sind, wenn mein Mann und ich mit allem fertig. Ja, oder ich komme und rette euch den Arsch. Okay, ja. Bin ich irgendwie gerade blind? Da. Okay, wir haben uns doch relativ weit weg bewegt. Ich hatte gerade Puma Nitro-Schein, okay. Ich hatte gerade den Schrein nicht mehr gesehen gehabt. Gut, dann aktivieren wir den mal. Na, überspringen wir das mal. Kennen das ja schon, ne? Und untersuchen ihn. Wir machen vielleicht heute zwei Schreine. Hm, ist aber dann eine gute Folge dann. Sprint. Ja, wissen wir. So, dann machen wir den Schrein, dann haben wir einen. Dann haben wir noch haben drei Punkte. Würden es sein, dann haben wir noch, kriegen wir noch mal was. Eieiei, die ganzen Schreine hier. So. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Puma Nitro. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe leicht. Puma Nitro Schrein. Okay. Ach, hier wird schon wieder so ein Vieh hochgefahren. Ja, den kennen wir ja schon. Aber ja, diesmal funktioniert der sogar. Oh, er kann sich auch bewegen. Okay. Verdammt. Okay, die ist auch zerbrochen. Was? Oh, der hat mich getroffen, alles klar. Das ist nur das und das ist nur das. So, vorsichtshalber. Schade. Yep.
Au. Was der jetzt? Ach so. Irgendein Laser. Wie macht er den denn? Oh. Alles klar, was kannst du denn bitte schon alles? Ich hab's geschafft, ups. Ja. Gib mir dann Stuff. Wächterschild. Oh. Und noch mal ein paar Sachen. Das Wächterschild kann ich nicht mitnehmen. Oh. Mit dem Bogen, ja, Schild. Weg damit. Das Wächterschild. Sieht nämlich cool aus. Guck mal, welches das Schwert macht, macht sogar 20 Hilde. Alter, sieht das cool aus. Ah, hier können wir sogar noch eine Kiste. Sehr schön. Was kriegen wir? Ein Bumerang. Können wir leider noch nicht mitnehmen, weil wir. Doch, können wir doch mitnehmen. Oh. Ach ja, wir haben mehrere Waffen kaputt gemacht gegen ihn. Stimmt ja. Gut, und dann Prüfung. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir das Zeichen der Bewährung. Plöpp. Haben wir zwei Stück. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. So, 10 Schreine haben wir gemacht. Wuhu. Und gleich machen wir noch den 11. Wenn das so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Maxi-Rübe, ja. So. Das nächste Vieh. Oh. Na, komm her. Darf ich also rumzupfen. Bam. Stachelbocklanze. Ein Bockspeer mit angespitzten Tierknochen am Ende. Er ist leichter als Lanzen mit Metallspitzen und deshalb überraschend einfach zu verwenden. Okay, da haben wir eine volle Waffentasche. Hier, bin ich nett, ey. Ich räume den hier den ganzen Ärger aus dem Weg. So. Die hat der mich denn von da gesehen? Was ist das denn hier? Was jage ich hier gerade nach? Ich ignoriere ich einfach mal eben. Ach, guck mal, habe ich noch einen Krog gefunden. Hab's irgendwie gedacht. Ui, du hast mich entdeckt. Krogsam, ja. Tschüssi. Okay. Oh, warte, wir haben jetzt zwei Stück. Dann können wir ja eigentlich, Können
Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ja, schweigen. Schluss damit. Was hast du denn? Stachelbockbogen. Okay. Danke. Komm mal, kann ich auch. Puh. Uff, ich lebe noch. Ja, ja, ich bin ein netter Kerl. Ich rette euch die ganze Zeit, ne? So. Aber hey, Wächterschwert und so ist mega cool. So, ich muss aber irgendwie in die Richtung hier. Warum kommt jetzt Pariser Musik? Was haben wir hier? Schwertgras, ne? Cool. Ah, jetzt habe ich nicht vorgelesen. Egal. Oh, da war noch so ein Vieh. Was bist du denn? Nein! Wo bist du? Ach, noch ein Krog. Lol, wie viel? Hey, du hast mich entdeckt. Krogsam. Tschüssi. Lol. Warum finde ich. Das ist gar nicht zufällig, dass ich gerade alle finde. Lol. Okay, gut. Der war halt so auffällig. Ich muss irgendwie, glaube ich, auch da hin, ne? Ja, oder wir machen halt den nächsten Turm. Mal schauen, ob wir es jetzt noch schaffen. Alter, ich bin hier nicht in Paris. Warum kommt hier solche Musik? Das ist doch was. Maxi-Trüffel, ja. Die hat ja auch eine gesucht. Du machst die von Pariser Musik. Wer bist du? Nanu? Ein Reisender, so tief im Wald? Nanu, das ist an... Das da an deiner Hüfte. Ach, es ist nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen, dich. Wer bist du denn? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach so, ach, wo sind nur meine Manieren? Ich bin Kashiwa und bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Alte Lieder? Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verehrung aufgehalten haben. Ach, in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und, möchtest du dieses Lied zu der Region hören? Ja, bitte. Mit Vergnügen, legen wir los. Tief im Wald, der Schlangenmund, im Angesicht des Drachenschlund. Zur Heldenprüfung schlägt die Stund. Mit dem tiefen Wald könnte der Damselwald im Norden gemeint sein. Doch noch nie sah ich dort etwas auch nur annähernd Schlangenähnliches, von Drachen ganz zu schweigen. Das ist ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen könnte. Nun denn, möge dein Weg voll Licht erfüllt sein. Im Rache des Drachen. Ich hab so eine Ahnung. Müssen wir uns jetzt von diesem Drachen da im See verschlucken lassen? Ich hoffe mal nicht. Oh, hier sind überall Gegner. Ah, die ignorieren wir einfach mal. Wir wollen ja schließlich zum Turm. Ja, dieser Pariser Vogel, ey. Hey, du, wie war es bei Harry Potter und Stein? Du hast eine andere Sprache gesprochen. Parisisch oder so. Ach ja. Harry Potter und Stein ist auch schön. Und was das Schöne ist, die ganzen Laufwege hier. Ich will Sachen erleben, nicht rumlatschen. So, das ist der Turm, den ich haben wollte. Ich glaube, ich bin gerade eher einen Umweg gelaufen. Kann das sein? Ich glaube irgendwie schon. Aber hey, wir sehen wenigstens was hier von dem Wald. Und ich muss dann vom Setting her von An Horizon so ein bisschen. Ach ja, natürlich ist alles nur der... Ach, schon wieder eine Blume. Natürlich ist das alles direkt irgendwie mit einem Spiel verbunden, klar, aber es ändert halt daran. Da oben kriegen wir noch ein... Hallo. Da haben wir noch so einen Krog gefunden. Oh, du hast mich entdeckt. Krogsam, ja. Tschüssi. Jetzt haben wir einfach 4 Stück gefunden. Okay. Gut, ja, gut, ich wollte ja eh hier lang. Was ist das denn hier, eine Bushaltestelle?
Nee, wahrscheinlich eher so ein alter Wagen oder so. So, da leuchtet der Turm von mir, Turm von mir, Turm von mir. So, hier können wir einfach auf den Turm zulaufen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das hilft mir doch. Ach, na schon, jeder, der jemand Hilfe braucht. Wir speichern mal eben. Zack. Wo bist du denn? Zur Hilfe! What the fuck? Ich hab einfach den blauen gewone-hittet. Oh, mein Schwert ist kaputt gegangen. Oh nö. Dann nehme ich deine Waffe. Na du, bist doch mal wieder wach. Anscheinend nicht. Okay, gut. Maxi-Treffel, dann reden wir mit dir. Ich will meine Belohnung haben. Wir haben hier nach Pilzen gesucht und plötzlich wurden wir vom Monster angegriffen. Dann ist nur meine Schwester schuld. Ach, die kennen wir doch schon. Die haben wir doch schon mal getroffen. Die zwei kennen wir doch schon, aber hey. Hey, aber irgendwie... Ach, weil ich dir nicht sofort geholfen habe, kriege ich nichts zu futtern, alles klar. Undankbare, ey. Ich kann auch nicht durch die Welt reisen und den Arsch retten hier. Wo sind wir denn hier? Ein Hyrule-Pilz, okay. Turm, du bist da. Ich muss dann wieder rüber. Da ist ein Käfer. Will ich haben. Rüstungskäfer besitzt einen äußerst robusten Panzer. Kocht man ihn mit Monsterzutaten, erhält man eine Medizin, die die Muskeln stärkt und somit Abwehr steigert. Cool. Ich habe mir das Gefühl, ich müsste hier hoch klettern. Irgendwie. Okay. Nein, linke offenbar irgendwelche Sachen hochzuklettern. Mein Gott. Dafür gibt es die Klettertaste. Wer ich? Ich heiße Corin. Am liebsten träume ich von Drachen. Sie sind ständig in meinen Gedanken. In der Nähe des Florasees fühle ich mich immer so seltsam, finde ich immer so eine seltsame Aura, als ob sich dort ein echter Drache aufhalten würde. Oh ja. Würde gerne mal wissen, warum die Monster immer nur auf mich abgesehen haben. Ich habe noch Albträume von den Monsterangriffen damals am Stall der Hochebene. Ein Schrein. Okay, dann gucken wir erstmal Schreiner da hinten. Oder? Hier gibt es noch ein bisschen Chili. Chili, Chili, Chili. Weg mit euch. Oh. So. Was haben wir denn hier? Soldaten zwei Hände. 20 Schaden macht ja. Ist ja ganz schön viel. So, wisst ihr was? Waffen. Guck mal, das Ding ist alt und abgenutzt. Deswegen nur eine Soldatenzweihänder. Und nehmen wir dann den Bumerang. So. Was ist das hier? Okay, nix. Ach, hier ist das Pferdeding. Das ist mal ein Käfer. Das ist auch ein anderer Käfer, glaube ich, oder? Ausdauerkäfer, ein seltener Käfer, der 10 Jahre lang leben soll. Medizinrezepte wirken seine Lebenskraft, die Ausdauer aufgefüllt wird. Okay. So, wo sind wir hier? Ja, hier ist irgendwo ein Schrein, ich weiß. Hallo. Alles voll alter Säcke. Sag mal, hast du vielleicht eine Karte, Kumpel? Ja, hab ich. Sind auf deiner Karte auch die Zwillingsberge im Norden drauf? Vor langer Zeit war das wohl mal ein einzelner Berg. Die Legende nach hatte der Drachengott ihn einst gespalten, um einen Durchgang zu schaffen. Und mach einer will in der Zeit auf der Wasserfläche hier im Florasee einen riesigen Schatten gesehen haben. Aber wie viele davon wohl tatsächlich war es? Alles ist wahr. Ich hab's eigentlich nicht gesehen. Hallo, willkommen im Stall. Wo, Aldo, und alles? Okay.
Bist du Smiley, oder? Ja. Weißt du, wie schnell funktionieren? Nein, wie? Na, erklär ich es dir mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registriert ist, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wirklich wissen, wie man ein Pferd fängt? Weiß ich schon. Oh, verzeihung, dann fangen wir nochmal anders an. Willkommen in unserem Stall. Falls du machen möchtest, okay. Ich brauch nichts, danke. Ein Hündchen, ja. Oh, hier ist ein Buch. Kletz, Gerüchteküste, Ausgabe 6, oh, wenn man es auf Gabe 1 gelesen. Hallo, hier ist euer Kletis. Stehzell wach, König von Klatsch und Tratsch. Blau leuchten Hasen. Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein älterer Jäger. Als er einmal spätabends von seiner Tageswerk zurückkehrte, erblickte er in der Dunkelheit ein Licht, das sich bewegte. Ohne viel nachzudenken, schoss er einen Pfeil darauf ab. Doch statt seiner Beute fand er dort ein paar Rubine. Ach, den hatten wir auch schon gefunden gehabt, ja. Von da an schoss er jedes Mal, wenn er so ein Licht sah, einen Pfeil drauf ab und war schon bald ein reicher Mann. Sicher glaubt ihr, das wäre nur ein Märchen, oder? Aber in letzter Zeit erzählt man immer mehr Leute, sie hätten im Wald einen blau leuchtenden Hasen gesehen. Damit stand das Thema von Ausgabe 6, mein kleines Magazin, fest. Bei mir aus Märchen muss es sich um diesen blau leuchtenden Hasen handeln. Wenn man sie findet, kann man zu unermesslichen Reichtum gelangen. Somit ist dies das aufregendste Gerücht, über das ich berichtet habe. 5 Sterne. Leider gibt es einen kleinen Haken. Mit feinem Bogen kann ich gar nicht umgehen. Keine Chance. Damit hat das Gerücht doch erheblich an Aktualität verloren. Oh, noch ein Stern. Oh. Oi, danke für was? Ich hab da gar nichts gemacht. Oh, ja, was haben wir da? Ist das etwa ein Ausdauerkäfer? Die sind wirklich sehr selten. Verehrter Kunde, würden Sie mir diesen Ausdauer bitte überlassen? Wenn Sie noch unentschlossen sind, dann schwimmt Sie vielleicht etwas Feenwasser um. Und die These Spezialmedizin aus den echten Feen hergestellt. Gut, wir tauschen. Feenwasser. Medizin trägt die Heilkraft der Feen in sich und riecht leicht und süßlich. Ja, 7 Herzen kriegen dafür. Jo, fantastisch. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Wenn das mal kein gutes Zeichen ist. Also. Was hätten Sie jetzt gerne? Ich möchte gerne kaufen. Hast du irgendwas für mich? Nö, leider nicht. Schade. Aber ich könnte bestimmt noch was verkaufen, ne? Ich habe da bestimmt jede Menge Schrott, den ich nicht mehr brauche. Hier, guck mal, davon verkaufen wir einfach mal ein bisschen was wieder. So, das reicht. Da können wir jetzt auch nicht viel für, aber hey. Besser als gar nichts. So, hier verkaufen wir auch nochmal. Haben wir auch bis jetzt nicht gebraucht, von daher. So, passt. Ja, gib mal her. Dankeschön. So, was gibt es für die Schrauben? 12. Nee. Fledermausvögel, die verkaufen wir auch einfach mal. Nee, ich wollte schon. Was haben wir noch so hier? Wir haben hier Schleischwürmchen. Die kriegen wir auch kein Geld für, leider. Was kriege ich eigentlich für die Schrecken? Ach, haben die nicht mehr. Schade, schon für mal abgegeben und keinen neuen gefangen gehabt. Schade, schade, schade. Oh, eine Krabbe. 5, 12, er bringt alles kein Geld ein. Was haben wir hier? Ein Rüstungskäfer, der bringt auch nur 4 ein. Ah, na gut. Egal, danke. Habe ich wenigstens ein bisschen Geld gemacht noch. So. Ist der ernsthaft da oben? Ich glaube ja, ne? Was ist das hier? Schwertling, ein Muster dieses Pilzen erinnert an von einem schwertwurzelten Schramme. Die Wirkstoffe in seinem Lamellenwasser, der rede ich da. Stärkert den Kampfgeist und somit die Angriffskraft. Cool. Dankeschön. Ich soll jetzt irgendwie da hochkommen. Für den allen. Oh, oder auch nicht. Sondern es steckt einfach hier drin. Ha! Cool. Dann gucken wir uns den nochmal an. Sei Utto-Schrein. Überspringen wir. Kennen wir ja schon inzwischen.
Den gucken wir uns doch nochmal an, würde ich sagen. Das klingt doch interessant. Und wir fahren runter. Dann muss aber in der Nähe noch einen Schrein geben, ne? So. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Saiuto. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Im Gleichgewicht. Saiuto-Schrein. Okay. Ach, welche Überraschung. Okay, reicht das denn aus? Nein, tut's nicht. Okay, wie soll ich das machen? Nee. Ach, warte mal. Kann ich mich da so mit... Aha. Da geht das. Haha. Ach, das ist egal, wo ich hingehe. Okay, gut, dann. Ach, ich muss immer warten, bis es aufgeladen hat. Ach ne, wenn ich hingehe, kriege ich eine Kiste, okay. Erstmal dann geht's weiter. Na gut, nehmen wir erstmal die Kiste mit. Ein Reiseschwert. Hm. Was haben wir denn so in unserer Tasche? Ja, bringt sich nichts. Brauchen wir nicht. Problem ist, jetzt müssen wir nur warten, bis das Ding aufgeladen ist. Los, lad auf. Dankeschön. Aha, okay. Wie soll ich das denn machen? Hä? Wie soll... Das verstehe ich jetzt nicht. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal stasen. Das geht nicht. Hä? Achso, ich hab da hinten die... Ist sehr... wackelig alles. Soll das klappen? Hab ich hier irgendwie was? Nö. Das kann ich auch nicht machen. Nein, ach Mast. Ja, ja, ja. Oh. Kann ich die Stase auch irgendwie vorzeitig lösen? Nein, ach verdammt. Irgendwie muss es doch gehen. Thank you.
So, komm, Schnitt weiter. Na ja, Mann, ich hätte warten sollen. Verdammte Scheiße. Oh, jetzt wird die Folge doch was länger. Weil ich nicht hier hochkomme. Ach, verdammt. Mach ich da? Wie soll ich das machen? Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Bin ich ehrlich? Weiß ich nicht. Warte mal. Ah, wir haben es irgendwie geschafft. Egal. Wir haben es geschafft, safe. Hat zwar für mich jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben, aber egal, hab's ja geschafft. Du hast meine Prüfung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ach, da. Der lässt seinen Ring schweben. So, damit haben wir Zeichen Nummer 3, ne? Ja, haben wir 3. Heißt, da fehlt nur noch der eine und dann haben wir es geschafft. Ja, ich brauche lesen, haben das ja schon oft genug gehört jetzt, ne? Juhu, geschafft. Kritische Treffer nutzen nicht benötigte Waffen als Wurfgeschosse. Wenn sie treffen, richten sie doppelten Schaden an. Ja, das habe ich auch schon gelernt. Vor allem können sie manche Gegner dann halt umwerfen, das ist das Schöne. So, hier muss aber dann noch ein Schrein sein. Ich hätte ihn vielleicht mal markieren sollen, Stepp. Wir haben ja schließlich ein Schrein gesehen gehabt von außerhalb, von dem Berg aus. So, und zu dem Turm wollten wir eigentlich auch noch rangehen, ne? So viel, was wir wollten tun. Oh, jetzt. Alter, jetzt stellen wir gerade die FPS, aber. Ja, jetzt geht's wieder. Vielleicht muss ich irgendwie hier hochklettern. Oder wir wandern einfach mal hier in die Richtung. Wir gucken einfach mal. Aber obwohl, das macht man glaube ich erst dann lieber in der nächsten Folge, oder? Was meint ihr? Aber von hier sind wir auch gekommen, ne? Stimmt ja. Ich würde irgendwie da runter rüber segeln. Ich habe auch eine Idee, wie wir da rüber kommen könnten vielleicht. Wenn wir auf jeden Fall und darüber segeln. Ah, guck mal, da sind wir schon mal rüber. Müssen wir noch irgendwie da hochkommen zum Turm? Bei ihm stellen einen Turm machen oder was? Wir scheinen alles richtig gemacht zu haben. Oh, was bist du denn? Ah, noch ein paar. So. Ein paar Schleimis hier. Ach, guck mal. Das ist ein Magier, ist das. Dann nehmen wir mal den guten Bogen gegen. Ich treffe ihn einfach nicht. Oh. Hey! Schön, dass ich nicht getroffen habe. Komm her!
Kann ich aber bitte treffen? Oh, fuck. Oh, das sieht nicht gut aus. So, jetzt haben wir ihn. Elektrostab. Ein Steinstab. Okay, kann ich mitnehmen. Gut. Ne, warte. Geht doch nicht. Okay. Wo ist der gestorben? Lass mich alles mitnehmen. Hat er nichts gedurbt? Scheinbar nicht. Dann. Falsche Richtung. Waffentechnisch. Weg mit dir. Ich will einen Elektrostab haben. Ich will zaubern. Ich will das da haben. Da musst du dann anscheinend. Nimm doch die Bombe. Was ist denn hier? Ein Loch. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Schade. Machen wir einen Boomerang. Den brauchen wir nicht mehr. Okay, wie soll ich... Ich glaube, ich brauche für den Turm ein bisschen Ausdauer. Da schaffe ich schon nie im Leben hochzukommen. Wie soll das denn gehen? Hilfe? Ich weiß, ob das passt. Das passt doch nie im Leben. Ne, das kann nicht passen. Hä? Ach, man soll wahrscheinlich da von dem Berg aus. Okay. Hab verstanden. Gut, wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Also, haut rein. Kann ich hier was machen? Ja. Schade, leider nicht. Okay. Ciao, ciao.